Hallo, das Leben ist voller Veränderungen und Versuche und deswegen versuchen wir jetzt sofort etwas, was auf YouTube ganz schlimm ist, aber für unseren Weg zentral. Drei vollständige, langsame Atemzüge. Machen wir zusammen. Langsam wieder ausatmen. Und schon habt ihr eine wahnsinnig gute Übung, die ihr vor einem Meeting machen könnt oder wenn irgendwas ansteht zu entscheiden. Ich kann das nur empfehlen. Es bringt einen ziemlich schnell zurück. Veränderung, das ist das Thema, was durch alle Weltreligionen geht. Also ich werde eine Sutta vom Buddha verlinken, wo es um Gewinn und Verlust, Lob und Tadel, Ruhm und Verachtung und Glück und Schmerz geht und man sich davon mit Hilfe der Meditation nicht mehr so stark vereinnahmen lässt. Es gibt im asiatischen Raum auch seit über 2000 Jahre alt den Landwirt und seine Pferde, die eben verschwinden, dann sind sie weg und dann bringen die andere Pferde mit zurück und das geht dann noch so weiter, dass man niemals weiß, ob ein jetzt schlecht erscheinendes Ereignis nicht doch zu was Gutem führt und ein Gutes nicht doch sich ins Schlechte wandelt und eben deswegen nicht mehr so vereinnahmt wird von diesen Geschichten, was nicht einfach ist. Wir hatten schon Gefühle und Körperwahrnehmung und das hilft uns da, dass man das frühzeitig mitkriegt, wenn man zum Beispiel einen Verlust hat. Also ob man finanziell oder ein naher Verwandter stirbt oder ein Freund, das tut weh, das aber eben mitzukriegen, frühzeitig und das nicht mit Absicht, also quasi unterbewusst noch auszuwalzen, sondern eben das mitzukriegen, das zu würdigen und dann in dem Fall diese Person langsam loszulassen. Das heißt ja nicht, dass man all die Erlebnisse, die man mit dem hatte, vergisst. Nein, eher das Gegenteil, wenn ich das genauer angucke, so ähnlich wie das, wie bei einem Schmerz. Wenn ich Schmerzen habe, die stark sind, muss ich zum Arzt gehen. Darum geht es nicht. Es geht um kleinere, händelbare Geschichten, dass wenn ich, anstatt eben zu sagen, oh, der Schmerz, der soll weg, dann verlängere ich den noch und komme auch gar nicht an die Ursache. Wenn ich aber einen Schmerz habe und sage, was ist da? Schmerz? Körper möchte mir etwas mitteilen. Und zu sagen, okay, ich bin noch vorsichtiger damit, ich gucke mir das genau an. Und dann kriegt man da auch eine Lösung, meistens geht sogar der Schmerz davon weg. So ähnlich ist das mit diesen Erlebnissen. Also, dass man, wenn man zum Beispiel unerwartet viel Geld kriegt, dann nicht von weggetragen wird, alles ausgibt für lauter dummes Zeug. Sondern einfach zu sagen, oh, okay. Und dann weise damit umgeht. Das andere auch. Riesiger Verlust, unvorhergesehen. Das zieht einen richtig runter, zu sagen, was kann ich weise jetzt oder auf Zukunft machen? Und dann diese Gefühle auch loszulassen, die mehr wie den Schmerz als Zeiger zu benutzen.
ohne, das ist eben das Problem, ohne eine willentliche Distanz aufzubauen. Das gibt es in Meditationspraktiken, sondern eben gucken, wahrnehmen, das ist intensiver, weise damit umzugehen, auch mit Herzensgüte. Und dann, weil ich ja es betrachtet habe und eine Lösung gefunden habe oder eine Lösung vertagt habe, auch das geht, nicht mehr so stark gebunden davon bin und wieder freier atmen kann. Das ist das Thema für heute. Es ist normalerweise ist das ein ziemlich harter Brocken, weil man da nicht, das ist nicht, ich habe das jetzt verstanden, gelöst, fertig. Nee, das ist ein Thema, was einen zwangsläufig, man ist niemals von diesem Auf und Ab, solange man lebt, frei, es kommt immer vor, unvorhergesehen. Und eben auch zu wissen, dass man auf äußere Gegebenheiten nicht so viele Einflüsse hat. Und das führt dazu, dass man dieses Auf und Ab mit Meditationspraxis immer noch hat, aber dadurch, dass man sich etwas von dem Gefühlsgriff löst, dieses Auf und Ab auf einer höheren Ebene stattfindet. Also die Täler werden nicht mehr so tief und die Bergkuppen sind mehr in Richtung Glückseligkeit. Ist wirklich so. Reicht. Lasst uns ein wenig zusammen rumsitzen in Stille und benutzt jetzt diese Stille, machen das 10 Minuten lang, mal als Nachhallen, um zu gucken, was sind die Reaktionen auf diese neue Information oder Erlebnisse, die jetzt hochkommen, positive oder negative. Und quasi den Geist mit seinem Spielen darum, mit den Körpergefühlen, wieder langsam, vielleicht, hoffentlich zur Ruhe kommt. Und nehmt das Atmen dazu. Wir fangen es an. Das Atmen zu benutzen. Ich nehme Trompeteratmen, das heißt so ein bisschen Stützatmung zum Ausatmen. Wirklich so ein länger ausatmet. Aber mit ein bisschen Stütze, wenn ihr das kennt vom Singen oder von einem Blasinstrument. Mit 3 Atemzügen. Länger ausatmen. Und wenn ihr jetzt nicht von diesem Thema so beeinflusst seid, dann bringt da nichts hoch. Wenn aber noch was nachhalt im Geist, dann versucht dabei aufmerksam zu sein, was der Geist mit den Gefühlen da spielt. Affengeist. Ihr merkt, wir greifen auf Sachen zurück, die wir schon gemacht haben. Falls ihr zum Beispiel da jetzt keine Lust drauf habt, obwohl der Geist sich damit beschäftigt, wenn es zum Beispiel Sachen sind, die jetzt nicht so passend sind, dann kommt auf die Körpergefühle zurück. Macht einen Bodyscan oder drückt zum Beispiel einen Akupressurpunkt, obwohl es jetzt eine Meditation ist. Zur Not auch irgendeinen Zufallspunkt auf der Fußsohle, der euch gerade zusagt, und gebt dem ein bisschen Druck, damit das Gefühl stärker wird. Bitte nicht mit Schmerzen, einfach nur etwas Druck. Damit die Körpererfahrung ein bisschen mehr überwiegt als das Spiel des Geistes.
Aber wenn ihr nicht so starke Schwankungen gefühlsmäßig habt, dann betrachtet die. Körper und Geist zusammen sehr starke Gefühlsregungen fabrizieren, die man betrachten kann, wie das Meer, das kleinere Wellen, immer kleinere Wellen in der Dünung, den Strand spült. Körper, wie er da atmet. Sanduhrgleich alle Verspannungen von euch abfließen.
hier und jetzt. Eurer langsamen Atemzüge, in denen ihr euch die Frage stellt, ohne eine Antwort. Wie fühle ich mich jetzt? Wie waren die letzten 9,5 Minuten? Ohne Antwort. Gefühl. Frage ins Nichts. Wunderbar. Einmal 10 Minuten rumsitzen und die Wandlung der Umgebungsbedingungen und wie man langsam weise damit umgehen kann. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt und schon 30 Minuten in Stille sitzen mögt, dann jeden Abend um 18.30 Uhr, aber auf Stillness Unveiled oder auf Twitch sitze ich und manchmal ein paar andere online rum zum Abend. Ansonsten bis zur nächsten endlosen Nicht-Einführung ins Stille sitzen. Danke. Okay, gucken wir hier.